Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 1, der Hellfire HD-Version. Ja, wir sind immer auch ziemlich scheiße ausgerüstet. Haben viel zu viel Zeug. What ails you, my friend? Müssen wir uns eigentlich immer noch mit König Leoric umschlagen. Aber ich denke mal, das ist die falsche Taste, dass wir dafür noch mindestens zwei Level und hoffentlich eine bessere Rüstung warten. So, wir haben hier unser Schild eingesackt. Ah, das Blacksmith-Beil. Healing Potion. Healing Scroll und noch Blacksmith Oil. So, hier liegt nichts mehr rum. Hier ist jetzt übrigens aufgegangen auch. Oh, hier drüben waren wir noch gar nicht fertig. Fällt mir so gerade so auf. Die Jungs lassen wir mal gerade da drin. Wir müssen uns nämlich jetzt hier oben. Okay, lassen wir dich drin. Erst. Ach so, da ist offen. Das ist natürlich unpraktisch. Da drüben waren wir auch noch nicht. Na, da geht es wahrscheinlich hier unten lang. Ja, erstmal müssen wir uns hier oben aber mit jemandem prügeln. Genau, nämlich mit dem Dark. Und ihrem Anführer. Zack, mal raus. Weil wir nämlich Ogden Schild Ogden gegeben haben und nicht dem Anführer der Darkborn hier. Sind die Darkborn pisst auf uns? Ein Club und ein Cap. Und noch eine Mana Potion und Level Up. Dexterity für erhöhte Armor Class und erhöhte Hitgenauigkeit. So, Cap. Top Bottle, Healing, Stone Curse. So, machen wir das so. Viel Platz haben wir ja wieder nicht. So, der Buckler, den können wir da liegen lassen. Claymore. Nicht wirklich. Ach, da hat sich gar was versteckt. So, Squad of Facing. Please, no hurt, no kill. Keep alive, and next time good bring to you. Ja. So, Garbat the Weak. Please. Haben wir jetzt freigeschalten. Den kennen wir ja schon von unserem ersten Playthrough. Also da wir ja den Butcher nicht haben als Quest, haben wir immer noch Garbat und Ogden's Schild halt. Gehabt.
was gibt's hier drin? Geld und ein leerer Sack mit Spar. Und sonst ist hier drin nichts mehr. Gut. Hast du schon was Neues zu sagen für uns? Something for you I am making. Again, not kill Garbad. Live and give good. You take this as proof I keep word. Mhm. Ein Dagger. Ja, und damit sind wir schon wieder ziemlich voll. Ich denke, ich werde das Claymore, was hier oben liegt. Wo lag's? Da. Noch mit einsacken. Nothing yet. Almost done. Ja. Ups. Mein Stab wieder. Die Cap war ja nicht magisch. Die ist magisch. Mal gucken, was sie hergibt. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, der Dagger. Plus 14 to Magic. Plus 46% Armor macht die Cap. Wow, what can I do for you? So, sell items. Claymore kann weg. Ground Cap kann weg. Club of Skill und der Dagger kann weg. So. Ganz ehrlich, ich werde da mal Blacksmith Oil benutzen. Um mein Zeug zu reparieren. Oil of Accuracy, noch Blacksmith Oil also mitnehmen. Den Balk mal verkaufen. Na, hast du vielleicht was Besonderes für uns? Wow, what can I do for you? Topaz-Helm, ja. Schilde bringen uns nichts. Snake's Ring of Might, der wäre cool, aber... Den können wir uns beim besten Willen nicht leisten. Schwerter... Goldamulett... Stahlbogen... Der wäre cool. Helm of Radiance, naja, nicht wirklich. Beim Skimitar, Assurus. Also, der wäre richtig cool. Fast Attack, 8 bis 16 Damage. Aber 10.000 kriegen wir wahrscheinlich auch nicht zusammen. Wir haben nämlich bis jetzt hier nur 5.000 rumliegen. Ich glaube auch nicht, dass uns Aidwear genug Geld für das Zeug, was wir hier verkaufen. I sense a soul in search of answer. Also Stonecurse kann weg. Squad of Flash kann weg. Squad of Phasing kann weg. Starward Charge Boat behalten wir. Genau so. Das Zeug. Rune of Fire, die kann weg. Mana Potion. Mana Potion. So. I sense a soul in search of answers. Scroll of Stone Curse ist halt leider zu teuer. Mana Shield sowieso. Und die Stäbe auch. So, jetzt haben wir aber wieder Platz wenigstens im Inventar. Können uns bei Pepin mal kurz heilen. Dann gucken wir wegen Garbad. What ails you, my friend? So. Nothing yet.
nothing. Ah, oder müssen wir einfach mal kurz in die nächste Ebene? It's too good for you. Very powerful. You want, you take. I am not impressed. Nee, sind wir auch nicht. Ein Warhammer. Ja, mit dem sind wir allerdings recht langsam. Wieder mal. Weil das eigentlich eher eine Warrior-Waffe wäre. Also ja, fangen wir mit denen. The smell of death surrounds me. Na komm her. Du bist nämlich immer noch einfacher als Leoric. Viele von denen auf einmal sind auch nicht schön. Wow. Oh ja, ein Schrein. Mal sehen, was machst du? Crimson at Azur became. Ist das an? Okay. Das ist eigentlich gleich schon mal ein Grund, zurück in die Stadt zu gehen. Aus vielen verschiedenen Gründen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Hammer of the Bed, 13% Mana Steel. Well, what can I do for you? So, hättest du den Stab noch? Ja, hättest du noch. Well, what can I do for you? Also den Stab nehmen wir auf jeden Fall. Bei 8 bis 16 Schaden und dann auch noch sehr schneller Angriff. Wow, what can I do for you? Hilft sehr viel. What ails you, my friend? Ganzen überschüssigen Regenerations-Potions hier. Werfen wir mal raus. Gehen wieder runter. Ah, das ist meine Angriffsgeschwindigkeit, oder was meint ihr? Oh, up to town hätten wir es gleich hochporten müssen. Auch gut. So, wir machen langsam wieder etwas Gold, weil jetzt habe ich ja extra für den Stab auf Gold ausgegeben. Oh.
Oh, die sind vom Flash Clan, nicht mehr vom Stone Clan. Oh nö. Da sind Eingänge. Oh, das hier ist die... Chamber of Blood. Not enough mana. Okay, jetzt wird's ein bisschen zu viel. Okay, wir nehmen mal eine so eine Potion. In welche Richtung du auch immer schlägst, das ist die falsche. Okay, noch mehr Dexterity. Schuld gewesen. Okay. Ja, dann machen wir doch einfach mal gleich die Chamber of Blood. Das wäre sehr praktisch. Oh, hier liegt noch was. Oh, eine Healing Potion. Sehr schön. Und eine Mana Potion. Die nehmen wir auch gerne mal mit. Ach, den Short Battle Bow. Den nehmen wir auch mit. Na, lieber nicht. Wobei er könnte mehr wert sein als das Teil. So, Wingmail liegt hier. Den Spell bitte. So, danke. And so, locked beyond the gateway of blood and past the hall of fire, Valor awaits for the hero. Ja, da kriegen wir nämlich Valor her. So, Valor kennen wir ja noch. Was ich irre toll finde, dass wir Valor. Uns holen können. Weil wir haben ja zum Glück gemerkt, das letzte Mal Weller kriegen ist recht easy. So. Ich glaube aber, die Wingmail ist mehr wert als der Battleshot.